Hallo zusammen, heute öffnet sich das 24. Türchen und alles, was ihr für diese Bastelidee braucht, findet ihr wie immer auch unter meiner Videobeschreibung. Ihr braucht jede Menge Sprüche und gute Wünsche und ein großes Glas, das hier ist von Ikea, ihr könnt aber genauso gut so ein großes Gurkenglas nehmen. Und da werden jetzt erstmal einfach ein paar Herzen draufgeklebt. Und wenn ihr natürlich das so lassen wollt, mit diesen Mousse-Gummi-Herzen, dann kann man das genauso gerne machen. Meine Idee war aber ein winterliches Glas und dafür wird das Glas jetzt noch mit Dekoschnee verschönert. Dafür einfach das Glas mit dem Schnee bepinseln oder so auftupfen. Und solltet ihr das mit diesen Mousse-Gummi-Aufklebern machen, dann lasst den Mousse-Gummi nicht zu lange da dran kleben, weil sonst geht der wirklich sehr schlecht ab. Und während das Ganze dann trocknet, braucht man so kleine Notizblätter. Die teilt man wohl nochmal in die Hälfte, das reicht eigentlich. Da hat man auch noch immer genug Platz, um das Ganze zu beschriften. Und dann braucht ihr noch ein paar dickere Trinkröhrchen. Und die werden in kleine Streifen geschnitten. Und am besten ihr haltet euch das immer ein bisschen fest, sonst habt ihr die Streifen nachher überall verstreut liegen. Und dann macht man sich am besten einen Kaffee oder einen Tee und dann geht es los. Und auf jedem Zettel kommt ein Spruch, ein guter Wunsch, ein Ratschlag, was auch immer man hat. Das Ganze wird dann so zusammengedreht und mit dem kleinen Streifen von dem Strohhalm zusammengehalten. Und so schnell wie das Jahr immer vergeht, so lange braucht es dann doch, 365 wirklich schöne Sprüche aufzuschreiben oder gute Wünsche oder auch einfach mal einen schönen Tag zu wünschen, je nachdem, wem man das Glas ja verschenkt. Und vielleicht schenkt man sich das Glas aber auch selbst, dann ist man froh, wenn man so einen schönen Spruch an einem Tag liest. Ja, und dann habe ich mal an meine Herzen gedacht und ihr seht, das Mousse-Gummi geht da nicht mehr so gut weg, also am besten gar nicht zu lange trocknen lassen. Und naja, alle Konturen sind jetzt auch nicht mehr so schön, je nachdem kann man das ja dann mit dem Dekoschnee noch mal ein bisschen verschönern. Ja, und dann habe ich erstmal geschrieben und geschrieben und geschrieben und das hat dann noch immer nicht gereicht. Und andererseits kann man die Idee vielleicht umsetzen und ihr nehmt so ein Glas mit, wenn ihr euch zu Weihnachten trefft mit Freunden und Familie und jeder schreibt dann einen Spruch oder einen guten Wunsch oder sowas auf. Dann ist das Glas auch relativ schnell gefüllt und nach 50 Streifen Papier hatte ich dann die Idee, das einfach mit dem hinteren Ende von einem Pinsel aufzurollen. Das ging ja dann auch viel zackiger. Ja, aber wen auch immer ihr so ein Glas macht, ob für euch oder zum Verschenken oder gemeinsam mit der Familie, wichtig ist, glaube ich, das Wohlwollen bei dem, wenn man es macht. Und damit man auch wirklich 365 Lose hat, muss man am besten alles genau nachzählen. Ja, und mein Wunschglas ist damit voll. Es kann also verschenkt werden oder vielleicht bleibt es auch bei mir. Und dann nimmt man am besten noch ein zweites Glas, wo man dann die geöffneten Wünsche wieder reinmacht für das nächste Jahr. Ja, und damit bin ich am Ende mit meinem Video. Vielen Dank für euer Interesse an den kreativen Adventskalender. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dürft ihr das gerne tun, also bitte einmal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch erholsame Feiertage. Lasst es euch gut gehen, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und munter, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Tschüss.